Hey Leute, herzlich willkommen zu den Slammy Awards für den Monat Januar. Januar ist vorbei, der erste Monat im Jahr 2016, kann man sagen. Ja, das hat der Januar so an sich. Und ich werde jetzt nochmal alles besprechen, was den Januar anging. Die besten Matches, die besten Wrestler und so weiter. Und wir starten gleich mit den Top 5 Matches des Monats und fangen an mit Lucha Underground. Denn da gab es Phoenix gegen King Cuerno von Staffel 2, Folge 1 war das, genau, also von der letzten Folge eben. Und von der ersten Folge der Staffel 2, die super geil war. Und das Match war, das Opening Match hat halt super funktioniert für die Zeit, war es grandios, es war super Action, von daher das auf Platz 5. Auf Platz 4, AJ Styles gegen Chris Jericho. Und zwar war das von Raw, von der letzten Raw-Episode, und zwar vom 25. Januar. Das hat mir auch sehr gut gefallen, war halt einfach diese grandiose Chemie der beiden. 15 Minuten hat es gedauert, das Match. Die beiden können auch geilere Matches worken, aber das hat schon sehr, sehr vielversprechend gewirkt. Platz 3, das US-Title-Match vom 11. Januar 2016 war das. Und zwar Kalisto gegen Alberto Del Rio. Das war der Moment am Ende, wo Kalisto komplett überraschend den United States Champion-Titel für sich gewinnen konnte. Ich war komplett überrascht, ich habe das niemals erwartet, habe die Ausgabe, glaube ich, auch live geschaut. Von daher, mich hat es so krass umgerissen, dass Kalisto hier tatsächlich den Titel gewonnen hat. Habe ich auch richtig gefeiert. Ich meine, ich mag Kalisto so gerne und hat sich auch so krass verbessert in diesem Monat. Hier hatte das Beste, oder hatten die beiden das beste Match, das sie bisher hatten, fand ich. Also bei diesem Raw-Match hier, wo sich dann Kalisto auch am Ende den Titel gesichert hat. Das war echt grandios gewrestelt und von daher das auf Platz 3. Auf Platz 2 Kevin Owens gegen Dean Ambrose von dem Royal Rumble in diesem Last Man Standing Match eben. Das war geil. 4,5 Sterne habe ich dem Ganzen gegeben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die beiden hatten auch schon mal eins bei, oder hatten diesen Monat eins bei SmackDown. Ich weiß gar nicht, wann genau das war. Auf jeden Fall, das war auch geil. 20 Minuten ging das, glaube ich. Das kam jetzt nicht in diese Liste mit rein. War, glaube ich, auf Platz 6, wenn jetzt noch eine Top 10 Liste gebracht hätte hier in dieses Format, dann wäre das auf Platz 6 gewesen, sage ich mal. So hat es das nicht mit reingeschafft, aber ansonsten Kevin Owens und Dean Ambrose, die haben sowieso so eine gute Chemie. Das Last Man Standing Match war brillant. Auf Platz 1 dann das Royal Rumble Match, eins der geilsten Royal Rumble Matches, die ich kenne. Für mich das beste Royal Rumble Match seit 2010, wenn nicht, ist es noch länger her, dass ich das letzte gesehen habe, was wirklich so gut war. Also wir hatten AJ Styles da drin, der einen grandiosen Moment hatte, wir hatten eigentlich kaum Langeweile, am Ende eine richtig spannende Phase, und auch wenn der Sieger am Ende nicht gut war, meiner Meinung nach, ich will Triple H nicht mehr als WWE World Heavyweight Champion sehen, aber trotzdem hat mir das super gefallen, das Rumble Match. Der Wrestler des Monats wird viele von euch sehr überraschen, denn ich habe mich tatsächlich diesen Monat für Kalisto entschieden. Kalisto von der Undercard zur Uppercard. Er hat es echt geschafft, von der Undercard bis in die Upper Midcard, würde ich sagen, mit dem United States Champion Titel Gewinn zu kommen. Er wurde hier zum Glück gepusht in diesem Monat, hatte geile Matches, richtig, richtig gute Matches, hat immer abgeliefert, hat super Fortschritte am Mic gehabt, und allein für diese Verbesserung, die er allein diesen Monat hatte, würde ich ihm einfach mal den Slammy für den Wrestler des Monats geben. Aber es ist sehr, sehr schwierig diesen Monat. Also ich verstehe es auch, wenn man Brock Lesnar den Slammy gibt. Kevin Owens hätte ihn auch wieder verdient, weil er krasse Matches geworkt hat, und auch Dean Ambrose. Aber das dazu, das Segment des Monats war für mich The Rock und sein Comeback, das Promo-Duell mit New Day. Das war einfach geil, ich habe selten so gelacht, das war awesome. Die Diva des Monats, für mich Becky Lynch, super authentischer Charakter, richtig, richtig gute Promos, und an sich, auch Becky Lynch war super diesen Monat, war einfach ein perfekter Face. Die Fehde des Monats, für mich auch Becky Lynch gegen Charlotte, das waren so geile Segmente, so guter Charakteraufbau, das war simpel und das war logisch, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Das Tag Team des Monats, für mich persönlich New Day, ziemlich unangefochten wie auch die letzten Monate. New Day ist einfach das beste Tag Team und da kommt lange, lange nichts dahinter. Der Move des Monats, der Salida del Sol, das wird auch viele überraschen, aber der Salida del Sol war ja so prägnant, also das war echt wieder krass, und er hat den auch aus sämtlichen Variationen rausgehauen, zum Beispiel aus einem German Suplex von Neville bei SmackDown hat er einen Salida del Sol gemacht und hat die danach gepinnt, also das war super, und von daher der Salida del Sol, mein Move des Monats. Ihr seht schon, ich bin riesen Kalisto-Fan, von daher diese Ausgabe hier ein bisschen Kalisto betont, aber Kalisto ist halt einfach super, kann man einfach nicht anders sagen. Der Schock des Monats war für mich in positiver Art und Weise auf jeden Fall AJ Styles
der beim Rumble fucking bei der WWE debütiert. Ist so ein grandioser Moment. Die Musik kommt. Du weißt erst nicht, wer ist das? Ich kenne die Musik nicht. Ich kenne den Typen nicht. Und dann rasten die Fans aus. Die Kamera schwenkt auf AJ Styles. Und du denkst dir einfach nur, holy shit, das ist doch jetzt nicht wahr. Grandioser Moment. Richtig, richtig geil. Die Show des Monats war für mich der Royal Rumble 2016, denn diese Show hat einfach, war eine sehr gute Show. Sie hat überzeugt, sie war super meiner Meinung nach und von daher der Royal Rumble hat mich dieses Jahr echt nicht enttäuscht und das ist super gewesen. Die Crowd des Monats zu guter Letzt auch vom Royal Rumble dieses Jahr war eine sehr gute Crowd. Der Common Champion zurzeit hier, den will ich ja auch immer bei den Slammys ab sofort erwähnen, ist S04Fans04 immer noch. Falls ihr mein neuer Comment Champion werden wollt, PerkXW WWE Comment Champion, dann schreibt das gerne in die Kommentare, beziehungsweise schreibt einen guten Kommentar, den man dann auch wirklich krass finden kann und bei dem ich überlege, ja, soll ich vielleicht dem den Comment Champion Titel geben? Das gibt's ja bei mir immer. Die krassesten Kommentare bekommen auch den Titel. Von daher, Nils ist zurzeit der Champ bei mir, aber ihr könnt euch gerne auch mal ins Zeug legen und vielleicht könnt ihr ja dann neuer Champ werden. Das war's von mir für diesen Monat, für diesen Januar-Monat. Ja, war ein geiler Monat eigentlich. Also kann man sagen, wir hatten geile Matches. Es war jetzt nichts Überkrasses dabei. Aber an sich mit dem Royal Rumble Match, mit dem Kevin Owens gegen den Ambrose Last Man Standing Match und auch mit dem Monat des Kalistos hatte man hier eigentlich ziemlich gute Sachen. Und nächsten Monat wird's ja dann auch 4 Lucha Underground Episoden geben, die man hier mit reinnehmen kann. Da wird's einiges an Stuff geben, was ich vielleicht besprechen werde. Das war's erstmal von mir. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Schreibt mir eure Slammys für den Monat Januar rein. Bis zum nächsten Mal, Leute.